Ey, yo Leute, was geht? Es gibt so eine Art Replay-Analyse hier mit bisschen, was heißt Replay-Analyse? Ich möchte hier sehr viel Fokus auf Decision-Making und Shot-Calling hier legen. Ich habe gestern mit ein paar Freunden Flex gemacht, wir waren zu fünft. Und klar, jetzt werden einige sagen, boah, Silvi, Flex, was ein Meme und so und bla und alles. Ist ja auch völlig fein, dass ihr das tut, ja. Aber hier geht es eher darum, dass wir das hier als Team gespielt haben. Wir hatten fünf Games gestern gemacht, eins haben wir verloren, weil Tifa dachte, geil, lass mal 30% Win mit Vega spielen. Und gab natürlich auch noch andere Probleme, ne? Das sowieso. Aber dieses Game hier fand ich sehr cool, denn hier war das Shot Calling echt etwas sehr intens, sag ich mal. Ich bin dann auch der Shot Caller hier von diesem kleinen Team, also wir sind kein richtiges Team. Wir haben einfach nach Leuten gesucht, die halt Bock hatten, quasi, ja. Dass ihr dann auch einfach nur Bescheid wisst. Und in diese Richtung möchte ich auch. Warte mal, ich sollte mal meine Cam vielleicht ein bisschen kleiner machen. Und in diese Richtung will ich auch mit euch gehen in diesem Video. Moment. Zack, zack, zack. Und jetzt sollte es auch passen, ja. Wenn wir uns mal so ein bisschen die Team-Comps anschauen, ist es so, dass unser Team etwas Dogshit ist, ja. Aus dem ganz einfachen Grund, ich mag den Lux-Pick nicht, Leute. Ich glaube, der Lux-Pick war auch relativ früh und passt da schwer rein gegen die Gegner. Ja, gegen Galio ist der Pick eh Dogshit. Genau, gegen Galio ist der Pick Dogshit. Gegen Set, okay, komm, cool, Leute. Wir können ihn kiten. Gegen Blitz auch nicht ganz so hilfreich, ja, weil Blitz abused ja Poke Champions eben durch seinen Hook. Und gegen Syndra, ja, da ist es okay. Ja, aber ich weiß halt nicht mehr genau, wie die Pick-Order war. Ich mag Lux Mitte generell nicht. Aber das ist so. Das ist auch so ein Ding von mir. Muss ich auch sagen, dass ich da ein bisschen biased bin. Eine Sache, die bei unserer Team-Comp sehr wichtig ist, ist, dass wir auf jeden Fall die Jinx ahead bringen. Ne? Denn wir haben auch noch eine Lulu. Und Lulu synergiert auch am besten hier mit der Jinx. Vielleicht auch noch mal ein bisschen mit dem Klett. Einfach nur, weil da gutes Dive-Potenzial da ist. Und ihr seht auch jetzt schon direkt bei mir, Leute. Ich gehe für einen typischen Level 3-Clear. Versuche ja auch noch mal, dann halt auch dementsprechend Pressure auf die Botlane zu bringen. Wenn wir uns mal. Ne, Lane war nicht wirklich gangbar, deswegen gehe ich da auch nicht hin. Wenn wir uns auch mal hier das gegnerische Team anschauen, dann fällt hier eine Sache sehr hart auf, Leute. Und zwar wird Diven bzw. All-In bei denen sehr groß geschrieben. Wenn der Blitzcrank-Hook landet oder wenn der Set reingeht in Kombination mit dem Galio, dann können die da wirklich echt sehr, sehr, sehr viel machen, Leute. Ich hätte direkt Flash Q machen können, fällt mir immer so gerade auf. But hey, so why the fuck not? Unten haben wir uns schon mal was abgeholt. Ist schon mal ziemlich cool. Und auch aus diesem Lead möchten wir dann halt auch Snowball. Ja, ich werde jetzt auch ein bisschen sehr auf meine Sicht eingehen an dieser Stelle. Einfach nur, weil ich kann meiner Sicht natürlich hier auch ein bisschen besser nachvollziehen als die der anderen Leute. Eine Sache, die hier als Jungler auch immer wichtig ist, finde ich, und wir gingen hier davon aus, dass Graves Topside gestartet hat, was er nicht getan hatte, ist, ich glaube, ich mache vielleicht auch nochmal eine Aufnahme, wenn wir dann wieder Betaflex spielen, ist, ich kommuniziere wirklich sehr hart mit meinen Lanern und gerade auch für die Mitte, da sage ich auch immer, auf welcher Seite der gegnerische Jungler ist, denn Midlane ist die Lane, die man am leichtesten und auch am schwierigsten ganken kann. Ja, hier wurde ich ein klein wenig eingesperrt. Klett ist aber gekommen, was das Ganze hier noch relativ fein gemacht hat. Seht ihr dann halt auch rauskommen. Und mein Ziel ist es auf jeden Fall, dass ich zur Botlane runtergehe, denn die will ich campen. Wir wussten auch hier, dass keine Flashes da sind. Deswegen kriege ich hier den Jungle nochmal auf, bevor ich in die Base gehe, sodass ich nicht gern von den Camps falle. Und werde jetzt auch direkt nach unten hingehen, Leute. Denn eine Sache, die als Jungler immer wichtig ist, ist nicht nur, dass ihr wisst, wessen Lane ihr den Pimmel lutschen müsst. Wenn wir Graves das gesehen. Hier war auch eine Sache, ne, ihr bemerkt auch hier direkt an meinem Movement. Ich wollte zuerst Botlane nochmal Lane ganken. Und. So, jetzt hieß es, Tri-Bush war nicht gewardet und ich move runter. Und Blitz ist missgegangen. Jetzt gibt es nur die Option, dass er für eine Warding geht. Deswegen bin ich auch hier direkt dann hoch Richtung Pflanze gegangen. Zack, und da war sie auch. Und eben weil wir wissen, dass ihre Botlane keine Flashes haben, eben weil die hier jetzt auch overextended sind, ist es wichtig, Leute. Ich komme mit dem Flanker und setze auch die Pink Ward hier rein. Das sind zwei Optionen. Ne, drei. Option Nummer 1, der Gegner hat keine Ward drin, die Pink ist gewastet, sage ich mal. Aber ey, ich weiß, mein Gegner weiß, dass ich nicht da bin. Ich kann mir vielleicht Zeit lassen, für den Fall, dass es drauf ankommt. Option Nummer 2, da ist eine Green Ward drin und sie sehen mich vielleicht nicht, weil sie hier unten busy sind. Oder Option 3, da ist eine Pink und die sehen mich dann halt auch mit. So kommen wir auch hier für den Flank und ich bin auch hier mal ein bisschen langsam. Ich könnte schwören, hier kam die Ansage, dass die Syndra Flash hat, wenn ich mich nicht irre. Ich wusste, dass Blitz kein Flash hat. So, und ich wollte hier den Kill abgeben. Hat leider nicht geklappt. Jinx schon mal sehr, sehr, sehr stark. Wir versuchen auch weiter hier die Kontrolle im Bot herumzuhalten. Hier habe ich geintet, Mann, Leute. Ich wollte diesen Blitzcrank diven. Aber es war eine blöde Idee. Es geht hier für den Recall. Ich hätte direkt nach dem Kill kurz die Situation anschauen sollen. Crux
Base und dann den ganzen Topside-Jungle wahrscheinlich. Ich habe hier wirklich sehr, sehr viel Zeit gewastet. Ist nicht so cool. Aber hey, Leute, wir spielen nach unserer Winning Condition hin. Hier ist wichtig, dass ich Toplane immer frage, ey, Bro, wie sieht's aus bei dir? Kommst du klar? Oder halt, dass ich selbst nochmal dort mit hinschaue. So, hier unten war niemand, habe ich das einfach mitgenommen. So, ey, why not? Meine Botlane ist weggegangen. Free Gold, das nehme ich an. Denn Graves ist ja auch gerade wirklich sehr, sehr, sehr hart auch am Power Farm. Und Leute, genau, ne? Ich muss sicherstellen, dass es meiner Toplane wenigstens fein geht, dass ich auch nochmal hinschaue. Graves hier sehr gut, hat hier nochmal eben einmal meinen ganzen Jungle weggenommen. Aber die Zeit will ich auch ausnutzen, denn ich gehe halt davon aus, dass er noch auf der Top-Hälfte der Map hier rumchillen wird, sodass wir dann dort vielleicht nochmal ein Opening finden. Und jetzt will ich zu einem wichtigen Thema kommen. Frag nicht, was ich hier gemacht habe. Mein ADC hat auf einmal angefangen, die Kack-Dingens zu machen. Den Kack-Red-Buff und meinte, er leashte mich. Erst Krankenkopf. So, Leute, worauf ich nochmal zurückgehen wollte, ist... Viele Low-Elo-Jungler, ich habe so viele Coachings gerade mit Jungler, Leute, by the way, falls ihr auch Bock habt, ne, Link unten in der Beschreibung, setzen sehr viel Priorität auf den Drachen. Und Leute, Drachen sind Dogshit. Drachen, es gibt nur zwei Drachen, die wertvoll sind, und das ist einmal der Erddrache und der Wasserdrache. Da ist der einzelne Drache schon nice, ja. Ich will euch jetzt nicht, einmal ganz schnell, Leute, Cloud Dragon gibt euch Ulti-CDR, nur weil eure Ulti ready ist, heißt nicht, dass ihr sie instant benutzt. Sofern nicht euer Name Katos ist, Shen oder irgendwas mit einer Engage-Ulti, ist es eh Dogshit, ja? So, in meinem Team ist es cool für Klett. Das war's. Im gegnerischen Team ist es cool für Galio. Das war's, ja? Ist der Drache nicht so wertvoll, weil ihr die Ulti nicht instant benutzt. Feuerdrache, Leute, ihr kriegt auf 100 AP, kriegt ihr 4 AP drauf. Von diesen 4 AP macht eure Q 0,5 AP Scaling, 2 Damage mehr pro Q. Ist nicht so viel, wie man denkt. Also, es ist Damage, also will ich nicht unterschätzen. Der Drache wiederum, die Resistenzen sind sehr gut. Gerade weil Magirisi so ein wertvoller Stat ist, ne? Ihr seht ja hier, ich habe nur 32 Magirisi, ich kriege pro Level auch nur 0,5. Aber Leute, hier ebenfalls nochmal ein Return Gag auf der Botlane. Mit dem Kokon warte ich auch noch, für den Fall, dass die Flash, dass ich da mal hinterherkommen kann. Und ab der 10. Minute, Leute, ist es immer wichtig, schaut nach, wo die Objectives sind. Wir fangen auch hier den Drachen jetzt an. Warum? Klett hat der Prio, ist sogar hergemoved. Brauchen die aber nicht. Der Mitte hat ebenfalls Prio geholt. Das ist wichtig, Leute. Bot hat den Kill. Mitte hat Prio. Ich kann hier problemlos für den Drachen hingehen. Und jetzt mein nächstes Ziel, nachdem ich die Crocs gemacht habe. Natürlich sehr, sehr, sehr wertvolles Camp. Hier unten hatte sich nochmal ein bisschen was angeboten, aber wir haben Graves dort unten im Gebüsch gesehen. Der Graves power farmt im Vergleich zu mir, Leute. Das heißt, hier ist es umso wichtiger, dass ich als Early-Game-lastiger Jungler, mein Pathing auch nochmal richtig ist, sodass ich die guten Camps mitnehme. Zwei Pink Wards, mit dem Moment, wo ich mein erstes Item werde haben. Und jetzt, Leute, eine Sache ganz wichtig. Das Game ist sehr langsam. Das ist auch okay, mein Team scaled sehr gut. Lux scaled sehr gut. Jinx scaled sehr gut. Lulu scaled sehr gut. Klett ist okay dabei. Klett ist tatsächlich okay dabei. Oh, by the way, Leute, der Blitzcrank ist irgendwie 300 LP Grandmaster und Solo Queue. Also, ne, die waren ja jetzt nicht unbedingt so kacke. Jetzt wurde ich so hops genommen. Damit ihr kurz einmal wisst, mein Ziel ist es, weil wir jetzt keine Möglichkeiten haben, irgendwo richtig einen Turm abzuholen. Dass wir für den Herald gehen. Dass ich mit dem Herald langsam alles aufbrechen kann. Deswegen, unten gab es ja kein Objective, oben gab es das. Wir haben auch schon etwas früher gelaneswappt, falls ihr das seht. Moment, hier war auch die Idee direkt des Lane-Swaps. Ne, meine Botlane geht direkt hoch. Warum? Unten gibt es nichts Relevantes mehr für uns. Und Klett sollte fein sein, gegen die beiden zu halten, denn er ist relativ schwer zu diven. Deswegen dachte ich, komm Leute, wir gehen alle hoch, lasst für den Herald gehen, lasst den abholen. So, dass wir dann damit wirklich die Map aufbrechen können. Ey, wie hat er mich hier gesehen? Der hat da einfach random reingehuckt. Krass. Ich hab's ja gesweept. So, zudem ist der Vorteil, wenn hier oben was abgeklettert hat, immer noch sein Teleporter. Von daher, nicht zu wild. Deswegen hieß es auch, Leute, ey, die machen Herald. Versucht die da abzuholen. Denn die Wave unten mal rausgepusht, was relativ fein war. Hier hätten wir für den Play ein bisschen schneller drauf reagieren sollen. Ja, das war ein bisschen langsam. Ich glaube, wir kriegen jetzt hier auch nur Flash. Oh, lol. Ist mir in-game gar nicht aufgefallen. Weil ich habe ja einen Fehler gemacht, by the way. Ich hätte direkt runtergehen sollen, um hier die Wave zu halten. Also überlegen jetzt auch nochmal alle knapp. Ist schade, Leute. Ist tatsächlich schade. Wir haben was abgegeben, aber wir sind im Gold. Ne? Ihr seht das Gold, Leute. Das ist ja ganz schnell geflippt. Denn Graves hat im Gegensatz zu mir 400 Gold mehr. Ist nicht wenig. Würde ich hierbei nicht unterschätzen. Aber gleich hier und da quasi so ein bisschen was aus. Leute, den Kokon habt ihr nicht gesehen. Den Kokon habt ihr nicht gesehen. Sah hier nochmal eben eine Chance, um auf der Midlane was zu machen. Das hat übelst wehgetan.
Aber Leute, jetzt müssen wir den Fokus wieder woanders hinschieben. Fucking egal, ich wusste doch, dass er herkommt. Hier war ich sehr vorsichtig. Und zwar, oben gibt es kein Objective mehr. Und unten spawnt das nächste Objective wieder. Ja, der Drache kommt hier in 1.30 wieder her. Deswegen mache ich mich auch dort auf den Weg dahin. Und klarer Call, Leute. Ey, Drache kommt. Den bereiten wir jetzt vor. Aber es gibt hierbei ein kleines Problem, Leute. Es gibt hierbei ein kleines Problem. Ich gehe davon aus, dass der Gegner noch stärker ist als wir. Und deswegen will ich diesen Drachen aufgeben. Also Leute, man kann gerne Drachen aufgeben. Das ist kein Ding. Denn erst der vierte Drache wird relevant. Ja, wie gesagt, die Ausnahme ist hier Erddrache. Da ist wirklich jeder wichtig. Ich habe voll lange gechillt. Ich hätte die Crux voll machen sollen. Ich dachte, komm, ich trade den Drachen für Dingens. Für den Turm. Also je nachdem, wie lange es dann da auch dauert. Zeit ist hergekommen. Der Gegner hat den Herald in der Mitte gezogen. Aber natürlich nicht weg. Nochmal nachgucken, geht hier was? Können wir hier vielleicht noch was machen? So, und dann move wir jetzt auch dort in die Richtung hin. Denn wir wussten, es hätte kein Telefon. Ein Gegner haben wir hier rausgebullied. That's fine. Jetzt wundern sich viele, hä, Silvi, du holst aber jetzt trotzdem zwei Drachen ab. So, hä, was soll der Kack? Das stimmt, ja, aber ich habe nichts dafür getradet. Ich hätte dafür getradet. Also wenn ich direkt einen Trade dafür kriege, ist es fein. Dann gebe ich Drachen gerne ab. Kein Ding. Aber wenn ich sie einfach nur so hergebe, dann ist natürlich Kacke. Und jetzt, Leute, jetzt kommt der Moment, wo ich sage, Alter, ich bin giga useless in dem Game. Und ich gehe Knight 2. Meine Jinx ist 4-1-2. Viele sind immer so, ey, yo, ich spiele Champion X. Ich muss immer dies und das kaufen und dies und das machen. Was ja auch irgendwo korrekt ist. Aber meine Jinx ist sehr stark. Ich fühle mich von meiner eigenen Performance her nicht gut in diesem Game. Ja, von daher nehme ich eher so eine etwas supportende Rolle ein, was auch in Ordnung ist. Und hier, wichtig, Leute, spielt immer um eure Winning Condition herum. In diesem Fall ist es bei mir die Jinx. Ja, ich bin auch hier auf der Top-Hälfte. Ich ging davon aus, dass die Syndra herkommen wird, to be honest. Sie hat sich da wirklich sehr, sehr, sehr viel Zeit gelassen. Der Gegner kollapsed auch hier in der Mitte. Press F. Press F, da wurden wir ein bisschen outrotated. Aber später wird das Game tatsächlich noch sehr, sehr, sehr interessant. Noch ein bisschen Fiesta-mäßig, to be honest. Aber ein Fight. Gehen wir auf den Set drauf. Haben wir noch ein bisschen Stuff von den Gegnern rausgebaitet. Ist natürlich sehr, sehr, sehr wichtig. Und jetzt, Leute, immer die Frage stellen, wo liegt die Stärke von meinem Team? Wie sollte ich im Idealfall herumspielen? Ja, unser Team hat zwei Optionen. Entweder peelen wir alle für Jinx, sodass sie komplett reinknallen kann, so wie wir das auch hier gerade haben. Oder wir spielen tatsächlich komplett front to back. Das heißt, wir fangen einen Fight an und kiten dann nach hinten. Warum? Leute, der Set muss in uns reinlaufen. Das heißt, er muss seine Q nutzen, überhaupt erst um ranzukommen. Und nicht, um damit straight up halt den Damage rauszuhauen, ja. Ich habe hier nochmal ein paar Picks gemacht. Und hier auch Richtung Tower. Ich glaube, wir holen auch nur einen ab. Ich habe hier einen frühen Reset gecallt. Doch, erinnere ich mich dran. Ich habe einen frühen Reset gecallt, weil das Objective bald kommt. Ich hätte für den zweiten Tower gehen können, aber dann hätten wir Probleme gehabt mit dem Drachen. Und Leute, merkt euch eine Sache, ja. Spielt bitte, 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 bitte für diese Objective und bereitet sie rechtzeitig vor, ja. Lux ist 40 Sekunden vor dem Objective zurückgegangen. Das habe ich Tifa auch mehrfach gesagt. Das mag ich so nicht an ihr. Sie resettet immer so kacke. So unglaublich kacke, ey. Es muss vorher kommen, sodass wir diese Area hier schon mal einnehmen können. Sodass wir hier schon mal Picks machen können. Und Leute, jetzt kommt ein Fight, den das Team tatsächlich sehr gut gespielt hat. Klett geht zurück auf die Top-Lane, einfach nur um halt seinen Creeper-Futter nutzen zu können. Und wenn ihr ein Objective macht, bereitet bitte immer diese Mid-Lane-Wave vor. Hier sehr schön von allen, Leute. Sie haben hier echt gut auf mich gehört. Wir haben ja gesehen, dass das Set schon bereits da war. Der kümmert sich auch gerade um die Mid-Lane-Wave. Da müssen wir ein bisschen langsam runterspielen. Und wir nehmen hier die Kontrolle ein, ne? Leute, das hier ist die Vision des Gegners. Die sehen hier in diesem Bereich nichts. Natürlich mit Ausnahme von dem, was das Set ihnen an Vision gibt. Ich wünsche, ich hätte dieses Game aufgenommen, Leute. Das war so gut einfach. Und wir spielen es langsam. Wir sind hier nicht unter Druck, ja, sondern der Gegner ist es. So, jetzt chargen wir einmal rein. Die Ulti war, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, ein bisschen zu spät. Ich hätte sie mir früher gewünscht, ja. Aber that's fine. Und jetzt holen wir uns hier die Area. Komplett in Ordnung. Denn der Gegner hat ja auch noch mal ein bisschen Pressure in der Mitte. Müssen wir aber aufpassen, Leute. Und ihr seht jetzt gleich, wie krass ich gehittet habe. Ich stehe auf der rechten Seite, ich Idiot. Wenn wir die hier in diesem Choke fighten, ist es okay. Warum? Lux ist gut in dem Choke und Jinx ist gut in dem Choke. Lulu halt auch, je nachdem halt, ne, wie die dann die Ulti ziehen. Und ich stehe rechts, ey. Ich hätte links stehen sollen. Wir lassen die alle durch den Choke herkommen oder wir lassen sie splitten. Und wenn die splitten, dann sehen wir das.
habe ich mich gestern lassen, sehr gut von meinem Team, Leute, dass sie nicht zu mir gekommen sind, sondern dass sie hier sich das isolierte Ziel geholt haben. Denn hier haben wir 4 Power Ranger gegen das Böse. Ja, und hier bin ich, der gerade voll am Rhein hinten ist. Ich weiß gar nicht, ob wir sie überhaupt bekommen hatten. Doch, wir hatten sie bekommen. That's fine. That's fine, ja. Ich nehme auch hier eine etwas eher supportende Position an. Und hier ist es sich, die Leute zont den Kackgegner vom Drachen weg. Ich glaube, irgendein Vollidiot hat den Drachen weitergemacht. Und solange der Klett den Hook blockt vom Blitz, alles cool. Alles cool, lass den Drachen resetten. Zack, completely fine. Hat auch hier sehr gut gemacht, ist auch direkt auch auf den Blitz draufgegangen. Wir sind ja aber ein bisschen gesplittet. Zack, der Hook wurde gedodged. Und ab hier ist dieses rein. Wir gewinnen das problemlos. Peel für die Jinx, solange er angreift, ist auch hier in Ordnung. Klett war hier ein bisschen deep drin. Ich weiß, ich habe gerade nicht gesehen, ob er reingeworden ist oder sowas. Und jetzt, Leute, brecht diesen verkackten, fangt diesen Drachen nicht an. Fangt diesen Drachen nicht an. Wir wollten eigentlich zuerst nochmal die Midwave reinpushen, um mir ein bisschen Pressure zu machen, aber wir wollten nicht haben, dass der Gegner den Drachen anfängt. Wir haben die nochmal ein bisschen rausgesucht und es wurde sehr langsam gespielt. Ja, sehr. Leute, das war echt nice. Das war echt nice. Da wurde instant aufgehört. Und jetzt, Leute, was ist das nächste, was wir tun sollten? Was ist das nächste, was wir tun sollten? Chat, Kommentare. Digga, richtig. Wir resetten alle und gehen das Richtung Nashen. Das Gold ist echt immer noch sehr kacke verteilt. Denn wenn ihr euch das mal anseht, Graves hat 1200 Gold mehr als ich. Der Power Farm natürlich auch wirklich sehr, sehr, sehr hart. Ich bin auch derjenige, der am meisten behind ist im Gold. Eben aber halt auch ein bisschen wegen meiner Position hier in diesem Game. Ja? Ich habe viel Pressure gemacht. Wir sind auch hier für die Objectives gegangen und alles dieses. Deswegen entscheide ich mich auch dafür, ein bisschen mehr Supporten zu bauen. So, nochmal Waves rausgepusht. Ich werde dann auch gleich langsam den Reset haben und dann auch Richtung Baron vorne zu Nashor gehen. So, neue Pink's Gold. Und ihr seht auch hier wieder die Verteilung. Der Top-Laner immer auf der anderen Seite vom Objective, eben weil er mit Teleport dazukommen kann. Ich glaube, Jinx wollte mal die Base für ein fertiges Item, wenn ich mich nicht irre, oder? Hab ich jetzt Rapid Fire? Rapid Fire, ja. So. Botlane, kümmert sich jemand um die Lane? Mitte haben wir jemanden da, Top-Lane haben wir niemanden da. Alle Lanes müssen bearbeitet werden, Leute. Alle Lanes müssen ein bisschen die Pressure erzeugen. Und, das war ein bisschen kacke gemacht. Irgendwie wollte jeder einzeln resetten. Lux geht jetzt auch nochmal weg und so. Das war diesmal jetzt aber auch mit Absprache, ob man resetten darf. Fand ich fein. Warum? Der Gegner hat eine ähnlich gute Möglichkeit, um den Nash zu machen. Und sagen wir uns nicht picken lassen, ist es halt in Ordnung. So, jetzt fangen wir langsam an, komplett Vision zu entfernen. Nehmen hier die Area ein. Ihr bemerkt auch, es werden Instant-Pink-Wards rausgeschoben. Waves werden rausgepusht. Und erst dann move. Oh, Leute, jetzt habe ich schon wieder geht. Oh mein Gott, ich weiß nicht warum. Meine E-Taste hat nicht funktioniert. Meine E-Taste hat ja legit nicht funktioniert. Klappt mal her mit dem Teleport, was eigentlich. Also ist cool, ne, dass er mir da helfen wollte. Aber es war so behindert. Es war legit so behindert. So, er wurde da gecatcht. Und ich war halt mir jetzt so uncomfortable. Das ist unglaublich. Das ist so unglaublich, Leute. Ihr müsst auch mal auf mein Level achten. Ne? Ich bin tatsächlich auch sehr behind im Level. Und die Vision Control wird hier nochmal aufrecht gehalten. Alle Lanes müssen rausgepusht werden. Und jetzt kommt eine Sache, Leute. Wir könnten weiterhin um diesen Nash herumspielen. Aber dieser Nash hat ein kleines Problem. Und zwar, er ist sehr risky. Aber wir konnten den Gegner damit erstmal beschäftigt halten. Und nicht vergessen, je länger das Game geht, desto besser für uns. Meine Jinx scaled unglaublich gut. Die haben Lulu da, die komplett den Pimmel lutscht. Wir haben Lux da, die auch nochmal ein bisschen chillen kann und so weiter. Ja, das ist fein. Und ich gehe auch, wie gesagt, ein bisschen auf die supportende Runde, was ich natürlich auch komplett in Ordnung finde. Solange Jinx nicht stirbt, gewinnen wir das. Und Jinx hat 3 Items, Leute. 3 Items. Jinx ist ein Chokegesell. Die Gegner haben ja auch keine richtige Frontline. Ja, sie haben eher so diese Bruiser-Champions. Aber es kam der Call of the Reset und alle sind rechtzeitig weggegangen. Bereitet den Drachen vor. Denn den können wir problemloser machen. Und nochmal so eine Soul zu haben, Leute, ist tatsächlich sehr, sehr, sehr nett. Und ihr bemerkt auch hier alle Spieler auf die rechte Seite hin. Wir pushen die Lanes raus, move dann auch hin. Gehen wir hier für einen Pick. Was fein ist. Denn der Gegner hatte seine Vision über links. Das dürft ihr nicht vergessen. Wenn wir nach links hin spielen, weil er das Objective ist, wird der Gegner es auch tun. Und wenn wir uns hier mal ihre Vision auf der rechten Seite ansehen, ich glaube, wir haben hier kaum Wards entfernt. Sie haben nur eine Pink Ward. Das heißt, wir können hier von der Seite aus machen, was wir wollen. Deswegen ist es auch schwer, mit Lane Objective zu tun. Nur in dem Fall haben wir kacke gespielt. Fight geht los. Jinx geht nach rechts, warum auch immer. Er hätte nach links mit committen sollen, weil wir die hier den Rückweg abblocken. Hier, jetzt gehen 2 nach links. Teleport saugt jetzt hier auch ebenfalls nochmal alle. Und das war eine komplette Fiesta. Da muss ich echt sagen. So, jetzt müssen wir uns hier erst wieder ein bisschen sortieren. Mein Kokon geht daneben. Und erst jetzt, Leute. Set. Sind auch alle nochmal mit draufgegangen. Jetzt gehen wir nicht zum Nashen, Leute. Wir hätten Nashen können. Warum? Wir geben ein Objective ab. Das ist nicht drin. Ja, deswegen gehen wir hier weiter auf die rechte Seite, holen uns den Drachen ab, denn dieser Drache bedeutet Infernal Soul.
Furnace Soul ist natürlich eine sehr, sehr, jedes Soul ist irgendwie gut, ja. Saison wieder raus, holen uns den Drachen ab und jetzt, wo wir sie rausgesaunt haben, jetzt auch nochmal, wo wir vielleicht nochmal hier und da einfach Picks machen. Zack, alle weg. Hattet Leute, rüber zu Nash. Ich hatte hier, hatte ich Smite? Sehr gut vom Klett, dass er sich da vorstellt. So, Kinnas, und wir sind weg. Und jetzt heißt es wieder, nochmal Jungle mitnehmen und Reset. Außer für Klett. Der Klett da oben, Leute, er hat sich Turbo gegönnt, Mann. God bless. Der ganze Tonkiness. Vom Drachen. So wie der Damage von zwei Infernals. So wie eine Soul. So wie die Tatsache, dass er echt gut im Level mit dabei ist. Also er hat sie gerade echt bedient. So, und der Rest pusht dann hier die Mitte durch. Ja. Also ich spiele jetzt öfters 5er Flex so mit Leuten und so. Und es gab da teilweise Games. Oh, das Rengar-Game müsst ihr euch vielleicht auch nochmal zeigen. Also da, ich komme wieder in diesen Modus rein mit Shotcall und alles und jenes. Natürlich brauche ich da auch noch so ein bisschen wieder die Routine. Hättet ihr Bock daran, das vielleicht öfters zu sehen? Ja, also ich finde es im Team zu spielen tausendmal cooler. Einfach nur, weil das spielt jeder, um zu gewinnen. Deswegen vielleicht mal Feedback von euch geben, ob ihr Bock daran habt. Weil dann werde ich das vielleicht auch im Stream öfters machen. Dass man da vielleicht auch, wenn man Clash spielen möchte, als Team vielleicht auch improven kann an dem, was wir machen und warum wir es machen. Leute, Feedback wie immer ziemlich cool. Wie gesagt, wenn ihr Coaching haben wollt, als Team oder auch als Einzelperson, einfach in die Beschreibung reinschauen. Ich bin dann aber auch erstmal weg. Tschö, tschö, hau dir rein und bis zum nächsten Mal.